Grab your gear, AI. You're switching rooms. You're rooming with Howie now. Rob Hubel? Thanks for having me, Dan. So you just got here. Normally, we've been asking people what it's been like. Yeah. But you've been doing this about 17 minutes. 17 minutes, yeah. But I've done some, I've worn the gear before, but just for, like, comedy reasons, like for comedy Not sketches. Not like cosplay. No, although that would be, yeah, that would be weird. That would be. That would be really would weird. Would that stop you, though? No. I dare you. Keep talking. Hey! Hey! Knock it off! Knock it off, guys! I'm a coach in the game, so I came in, I'm like yelling at all the guys, hey, what's going on in here? And well, your first scene is breaking up a fight. Yeah. And then, of course, I just clunked. Knock it off! I just bonked everyone's head, and they're like, cut, and we do it again. Bonk, cut, do it again. Did I bonk him? Sorry. Take 49, I'm like, great, I'll see you guys at the rap party. You want to make an announcement about him in the PlayStation? How is this? Because you have a theater background and a TV background and a voiceover background. Yeah. Is this all of those things? Is this totally different? This is great because it's super fast. Yeah. Like normally on a TV show or a movie, you have to light everything specifically and it takes a long time. Yeah. No, we're flying through this because they're like getting ready to set up right now. This is like once you get in the gear and you have it all calibrated to your specific body and your movements and all that, you're like good to go. So let's just be adults. All right, let's go, guys. Let's go hit the showers. You're not even looking at me. Hallo, ganz schön. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von NBA 2K19. Wir spielen heute gegen die Sacramento Kings. Good evening, sports fans. This is 2K Sports. Ernie Johnson, Shaquille O'Neal, Kenny Smith. Tonight, we'll see Was the Los Angeles heute? Lakers playing against the Kings out in Sacramento. Well, for Sacramento, they've had a tough time over the last few weeks. 3-7 in their last 10 games. We'll see if they can make amends tonight. Ja, gucken, ob die Aaron Fox da irgendwie was rausholen kann. 3-7 ist jetzt natürlich nicht so Premium, sollte aber eigentlich ein gutes Vorzeichen für dieses Spiel für uns sein. Über das zweite Spiel als Starter. Ich war mit dem ersten relativ zufrieden, ein bisschen mehr Punkte hätten es sein dürfen. Danke für die ganzen Regelerklärungen bezüglich aus. Da waren ja doch einige Kommentare dazu da, die dann erklärt haben, wann der Ball im Aus ist und so weiter. Machte man natürlich auch Sinn. Ich meine, wie oft hat man es schon gesehen, dass die in die Zuschauer rennen, weil die den Ball noch quasi ins Feld zurückwerfen wollen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Was hatten wir noch? So ein paar Defense-Tipps gab es noch, da bin ich immer auch ziemlich dankbar drüber, denn da hapert es noch. Ahem. Mehr als in der Offense. So. Ja, und stimmt, wenn ich unterm Korb bin, dann muss ich einfach mal Sprint mit rückhalten. Um das zu machen. Da denke ich aber dann in der Hitze des Gefechts nicht dran. Naja, vielleicht heute. Ich werde versuchen, heute dran zu denken. Aber wie ist denn das hier mit dem... Der gibt mir mal einen Ball. Jetzt hat er nämlich gerade schon wieder die Hand gewechselt. Ah. Also ohne Rennen geht der Eurostep. Mit Rennen macht er, glaube ich, sonst einen Dank. Ja. Deswegen, ich darf nicht rennen. Ich darf, glaube ich, auch für den Floater nicht rennen. Ja. Also rennen nur für Dunks und so weiter. Lass mal anfangen. Die zeigen gar nicht mehr die Hymne. Sind das eigentlich die originalen Arenen? Boah, da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber. Sind das die originalen Arenen? Müsste man in Sacramento mit den Fenstern doch eigentlich relativ gut erkennen können, oder? Bullshit, mit den, das sah aus wie Fenster. Mit den Bildschirmen. Doch, das sieht aus wie Fenster. Natürlich. Fliegen auch durchs ganze Land. Da, Bogdan! Och, komm. So, jetzt muss ich mal ein bisschen drauf achten, ob ich mir heute meinen Gegenspieler angucken kann. Das übersehe ich viel zu häufig. Das hat sich, glaube ich, schon erledigt, denn los geht's.
Ach, komm schon! Wo ist denn Bock dann? Da. Da war ich schon wieder einen Schritt zu spät. Das ist ja der Wahnsinn. Also mit dem rechten Stick quasi den hochzudrücken. Wow, der wird ja. Den rechten Stick in der Defense hochzudrücken. Ja, aber ich glaube dann. Also dann hält er die Hände, glaube ich, hoch, ne? Ich glaube, da kriegt man keinen Block für. Wow, und da blockt er mich direkt. Und ist auch viel schneller als ich. Ja, gut, 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 gut. Nicht gut. And one. It's finishing your defense, Greg. We know that. You can defend, then you gotta rebound the miss, and you gotta get to the glass with intensity. Okay, die erste Minute ist schon mal ausbaufähig. Bogdanovich against James. They set the pick. Kuzma. Ach, Kuzma. Das war wohl ein einfacher Wurf. But he just fails to capitalize. Clearly a frustrating missed opportunity there. Perfect screen. Got him the space he needed, but. Now here's Fox. 17 points. Ah, der doch nochmal abgepickt. Oh. Corey Harris with the rebound. The shot's there for him, and he's got to take it. I don't care if he doesn't convert. That's a shot he has to continue. No. Ja. Nee. James, no good. And that's solid defense. Rock solid. Kann man eigentlich vorgeben, welche Richtung man zum Passen benutzt? Here's Fox. Drei Leute um mich rum, aber LeBron macht das. Endlich mal Punkte. Huiuiui. Ja, ich sinke. Bin gesunken. Can't hit from 12. Boy, they ran the offense well to get this look. Even though he missed it, I think they liked the shot. Garbage man. Wow, das war ein Airball. Really just struggling here in the first few minutes. Five attempts with only one fall. Really sweet passing from Fox. Krass. Reliable floor general. Habe ich schon mal vorher? Ich kann mich noch nie daran erinnern, dass ich einen Airball geworfen habe. Wie krass. Oh, ich habe noch nichts, nichts. Switch. Ich habe doch immer noch den gleichen. Ja, ja, ich sinke wieder. Endlich mal zumindest ein Rebound. Und endlich mal Punkte. Wonderful recognition there. When you leave someone open around Harris, he's gonna make you pay. Now here's Fox. His scoring totals are something to take note of. He's averaging over 19. Aber ich bekomme auch, also für Defense bekomme ich keine Anzeigen, ne? Gibt's die überhaupt? Ich glaube nicht. Here's Hill. The Lakers with the rebound. Not really his best quarter as far as scoring, but let's see if he can eventually get back on track. A nice shot by Harris. Adept at scoring from any area of the floor. Harris, a guy you gotta stay up on. Heel kicks to Randall. Hey! There's the pick. Back to Heel. Three-pointer. A three-pointer. Ich sollte absinken. Naja, 10-8. Also am Anfang war es echt viel schlimmer.
Okay, ich wollte den Ball gar nicht. Ja, ja, shoot, auf jeden Fall. Ja, ich will ja! Mann! Immer dieses Ausdrücken da! Scheiße. Dafür bin ich zu Recht auf die Bank gegangen. Willy Cauley Style. Willy. Nice. Der ist in ganz guten Mitteldistanz. Dreier kann ich den fast schon werfen lassen. Aber der Rest ist so Durchschnitt, ne? Also Dreier muss man sich nicht um den kümmern. Inside it's Zebo and Cauley Stein. De'Aaron Fox out there with Farrell. And it's Bogdanovich in at the small forward position. So that's the five in the game for Sacramento. Das war halt schon gut zu wissen. Da muss ich, wenn er außen steht, halt nicht so nah an den ran. So, da kann er ja gerne stehen bleiben. And here comes Harris, leading the fast break. Oh. Reinkommen und Punkte machen. Wichtig. 4 Punkte sind wir hinten. Jetzt geht das los, dass wir gegen die, sag ich mal, vermeintlich schwächeren Teams anfangen, schlechter zu spielen. Da sitzt der Homer an. Dreier. Sehr schön. 13-5 Serie in den letzten 3 Minuten. Was ist denn da bitte passiert, als ihr auf der Bank saß? Oh! Oh, schade. Damn! Almost a free run for him there. Momentum can swing on plays like that, Kevin, especially when the finish has that much thunder on it. Here's Harris. The Kings getting the buck. Garbage man. Da blockt er den schon wieder. It's tipped. Passed to Bogdanovich. Caldwell Pope with it. He's had some playing time, but no scoring yet. Wieso gibt er mir den Lauf den Ball, wenn ich den gar nicht will? Wieso hat er jetzt geworfen? Oh, ich hab schon wieder zu lange gedrückt. Nein! Gerade wird richtig hart reingehemmt. Der ist 2 Köpfe kleiner als ich und wirft ihn über mich drüber in den Korb rein. Lass mich doch da raus! Boah, ey. Dann gehe ich halt nicht mehr da rein. Jedes Mal stricken die ihren Fick-Arsch da raus. Und man bleibt da so gummibandmäßig dran hängen. Ach, das war jetzt das zweite Mal. 2 Turnover. Ich habe halt mehr Turnover als Punkte. And De'Aaron Fox made his mark at Kentucky with his terrific on-ball defense. He puts a lot of pressure on him. Yeah, I mean, he picks up 94 feet, and that's really how you set the bar for your team, with how hard you compete at the defensive end. Now, here's Ball. He's had some playing time, but no scoring yet from him. Harris kicks to James. Lock at 6. Hangs, and it's good on the way up. Man, you gotta respect and appreciate how polished LeBron is. Das kriegen wir noch hin. 4 Punkte. Ach, keine Sorge. Tipped away. Ja. It's stolen by Harris. Goes up. And Kuzma slams it in.
Der hat so einige Steals, der Harris, oder? Das ist mir im letzten Spiel schon aufgefallen. Entweder fängt er die LAU-Pässe ab, oder der hat hin und wieder mal da so einen schönen Steal-Ball. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Make some noise, wenn ihr auf Toilette geht. While there's a chance, let's show you the teams that have thrived on the fast break this season. The Lakers second. Fast break Punkte 14,1. Dafür, dass die anderen Vollzeit simuliert sind, ist es doch ganz okay. Hier, Harris, du bist heiß, Harris. Well, the Kings signed some quality vets last season, but when the losses piled up, they decided to go young. Now, the focus is on... Der lässt sich auch nicht veräubern, der Cowley. Nee, Willy heißt er. Willy! Wirf doch, Willy! Ey, Willy, mach keinen Quatsch. Nein, Bogdan. Airball. Cool, dann bin ich zumindest nicht der Einzige im Spiel. Hier. Oh, meine Güte. Machen wir wieder einen Wurf. Ist doch auch nicht schlecht. Ich mag Würfe eigentlich, also rein theoretisch sowieso lieber. Als so, Nahwürfe. So was. Oh, give three call, der ist nice. Dafür stelle ich mich hier hin. Da. Da. Alter, kannst du mal aufhören, automatische Schritte zu machen? Mismatch. Was heißt das denn? Der ist defense-technisch echt gut. Da habt ihr Hände hochgehalten. Und war ein guter Wurf-Contest. Ja, okay. Drei raus, zwei rein. Ja, ich gehe rein. Das war ein guter Pass. Give credit where credit is due right there. A terrific assist. And the call will be against Lonzo Ball. That's his first foul. Some changes for Sacramento. Ja, nicht wieder wie letztes Spiel. Da ist er gefoult worden bis zum Gehtnichtmehr. Ah, der ist Bogdan Bogdanovic. Okay. And he could not get that one to go. Out of contact. So, bitte mach beide. Doch nur einen. Aber wir sind wieder vorne. Ah, jetzt habe ich für Kutos gar nicht geguckt, was der kann. Nix. Mein Gegenspieler hat gewechselt. LeBron übernimmt jetzt Willy. Sacramento again missing. I think that's got to affect your mental game. I mean, missing open shots like that. Oh, direkt wieder zurück. Schumpert. Echt jetzt? Da, an dem muss ich mal denken. Wenn ich den Ball kriege. Wenn hier Schumpert hieß doch das Auto bei GTA, oder nicht? It's rebounded by Garbage Man. Garbage Man's got his fifth rebound right now in the game. Warum mache ich jetzt den Dank? Die ganze Zeit denke ich da nicht dran. Jetzt mache ich den Dank. How do you keep up the defensive pressure and slow down their offense? Oh, David sieht besorgt aus. Rebounding is your team's strength. Thanks, Coach. Back to you, Kevin. Also David sah gerade wirklich besorgt aus nach dieser Frage. Ah, das war ärgerlich mit dem Dank gerade. Oh Mann.
Ah ja. Kann eigentlich nur besser werden. Und die zweite Hälfte ist bei mir eigentlich immer besser als die erste. So for the Lakers right now, LeBron and Kuzma make up the forwards. Harris is out there with Ball, and it's Garbage Man in at the... Ah, schade, ich dachte Kuzma wählt den Ball. Rocks it loose. Ja, und direkt wieder Turnover. Hey, kann ich da mal Punkte farben? Ich hab den ja rausgeforst. Ich habe noch keinen Assist. Zu früh. Das war wirklich viel zu früh eigentlich. Jetzt habe ich Willi wieder. Scheiß Floder. Harris outside. It always seems like great teams find the best glue guys. Guys that make them a team. Whoa, button pass. Yeah. And bring it together. I call those guys value utility guys because they are so wieso sind die Großen denn so schnell? And things just seem to run better and smoother when they're on the court. And there are a lot of them that fall into that category. They're not your primary stars, but they make the stars better. Robert Covington from Philadelphia has that ability because he defends multiple positions. Endlich ein Assist. Green is probably at the head of the class. By the way, you're our glue guy. You're a 2K. Frag mich, wie man sich bei sowas nicht beide Arme bricht, weil die gehen in den Korb hauen. After the basket by Los Angeles. Hand off a screen on Harris. Healed against Harris. Hand off a screen. Just five to shoot. Great D from Garbage Man. Oh, you've got to be able to deliver when you get drin. Jawohl. Also langsam. Really does a nice job catching the defense off guard with those catch and shoot jumpers. Now here's Heal. He's got 10. That one misses. Meiner. His fifth miss. He's made four. Guck mal auf, mal. Oh, schön. Plötzlich klappt es hinten und vorne. Auch wenn ich nicht selber werfe. Unloads from 13. It's not getting nice. And the Lakers take it the other way. Tell you what, shooting 20% to start the second half doesn't bode well for how this will play out for this game. James against Bogdanovich. Der hat gesagt, aus dem Weg. Also bin ich mal rausgegangen. Hat er gerade so getan, als würde sich eine Waffe in die Hose stellen. Nee. Ich verstehe mal Heal. Ach, komm schon. Also Rebounds geht heute. Yes, da ist der nächste Assist. Und schon sind wir 10 Punkte vorne. Hey Coach, langsam könnte ich die Pause vertragen.
difference in how these teams have operated offensively. Much more individual play at the other end. Now a timeout called by Sacramento. Yeah, the amount of points they've given up here in the paint, that's what they got to talk about. Absolutely, Greg. I mean, they're getting crushed. Der hat gerade nichts getrunken. Overrized in the boat. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Also jetzt bei 10 Punkten Vorsprung, ich kann die Pause wirklich brauchen. Wow. Okay. One minute now into this fourth quarter. Kuzma. Here's Garbage Man. And the rebound paying off as they pick up two on the second chance bucket right there. Also ich habe gerade R2 gedrückt. Ich weiß nicht. Ich will kurz was gucken, weil ich glaube, der Gegenspieler hat mir den Ball... Der hat den Ball berührt? Hä? Ich weiß nicht, was das sein soll. Ah ja. Aber ein Dunk aus dem Stand war es nicht. Eigentlich schade, dass es wieder so komplett über das über die Bank entschieden wird. Ich meine, wir waren 10 Punkte vorne, aber vielleicht wäre es ja nochmal knapp geworden. Boom! Ball's got 15-0 in den letzten 3 Minuten 40. Guys, let's get your take on the hustle stats for the Lakers. We've seen them make the extra effort from a defensive standpoint, closing out airspace and sending shots back. Du blockst mich, ich block dich. Fox, no good. Plus 8 in the rebound differential. One more reason why they're in control. Yeah, double digit advantage on the scoreboard. They've taken the initiative. They've played, I think, with more. Wow, wie er frei steht! Da habe ich Glück gehabt, dass er nicht noch einen Schritt nach vorne jetzt ausgemacht hat. It's why these guys are in complete control. And you know what, Greg? They are crushing it on both ends. I mean, in total control right now. How a timeout called by Sacramento. And you know, you look at Brandon Ingram, man. He made some big steps last year in his development. And it takes time. You got to give young guys, I think. Dadurch, dass ich im dritten jetzt draußen war und die Pause zu Viert gar nicht mitbekommen habe, gar keinen Assist of the Game gekriegt, oder? I think he's learning to be the scorer that the team hoped he would be when they took him second overall. Also die Fans scheinen wirklich keinen Bock mehr zu haben. Ich bin ganz froh, dass es mittlerweile mit den Rebounds zumindest funktioniert. Nee. Musst du doch gar nicht, Kyle. And with Ingram, it hasn't all been smooth sailing as he becomes the Hallo, scorer that Hallo. You want him to be. But I think the potential is there, Kevin. He's shown you flashes now. Oh. The key is, can he improve his efficiency? And that just comes with shot selection, understanding where and how to get your best shot. You know, defenses are starting to make him a bullet okay. In the jetzt habe ich Bogdan. Still, if you're a fan of his, okay, jetzt habe ich nicht mehr Bogdan. Was soll das denn? And I am a fan of his. I think this guy can be a lethal scorer. Jay ist heute übrigens auch dabei. What do the other teams really have to play for? Well, first and foremost, the opportunity to rewrite that script. I mean, just because teams are heavy favorites don't mean they're going to prevail in competition. So that's the first. Hey, hey. And you never know what can happen. We've talked about it before, Kevin, the unpredictability of teams and seasons, how they play out, injuries, personnel, all of that stuff factors in. So if you're a competitor, you want to knock off whoever's expected. Ja, ich glaube, ich brauche nochmal Freiwürfe. Discussions about adding a fourth referee, Clark. Would that help us, you think, call the game more accurately? No, it would just crowd the court more. Right. I mean, come on. Selbst der ist nicht reingegangen. There's a human element to everything we do. Zack. Highlighting different aspects of calls, being more transparent about it. The video replay, I think, has been more good. So, besorgt euch mal den Ball, denn ich werde gerade angerufen.
You make them, I make them, the referees make them, coaches make them, players make them. We can't totally eliminate the human element of the game. A fourth official would not add to the ability to get more calls right. They're getting 94-95% of them right right now. Die Erfahrungsleiste, die Quatsch, die Entfesselleiste hat schon wieder angerufen. Ja, hier steht der Block, Junge. Da ist mein Freiwurf und das plus 1. Buckets in a row from the paint. And on the flip side, Greg, the defenders have to show more fight on the interior. They've got to offer more resistance here. The Kings making a switch here. Heels checked in. The Lakers also making some sehr gut. Lance Stevenson comes 20 Punkte erreicht, Rebounds erreicht, also zumindest unser Vertrag mit Footlocker ist erfüllt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich sinke. Na, ein bisschen. Oh, den hatte ich ja schon wieder. Davis is checked in for the Kings. Justin Jackson comes in for Bogdan Bogdanovic. Wieso denn Bogdan Bogdanovic? Also entweder machst du beide O's lang oder nicht. Oder heißt der wirklich? Also sag mal das wirklich so. Bogdan Bogdanovic. Healed right side. Find the shoot. Let's it go with the three. Drops in the tray. Okay, so what on? 9 points here in the second half. And with that three, his second of the half, he's equaled his total from before the break. So gives me the ball. Man, the pass to ball. Lakers passing it around. The pass to garbage man and Zach Randolph. Hey, ich wollte nicht mal werfen, ich wollte passen. Rebounding now, Clark. Teams relying less on one guy and more on collective team rebounding, especially it seems on the defensive end. Yeah, and you think about it, Kevin, with the space and pace game, positionless basketball, if you will, or schade, den hätte ich gehabt. That takes place. More guys are spread out. Das Video war mega faul. Das Video war schade. So everybody got to rebound the ball more so today. Das war's. Okay, also da ist eine Menge wieder auf der Bank abgelaufen, aber wir haben mit 30 Punkten Vorsprung gewonnen. Nachdem es am Anfang doch recht knapp aussah. I like. For Clark Kellogg, Greg Anthony and David Alder. This is Kevin Harlan along with our terrific 2K Sports crew. Thanking you for tuning in. Das war schön. Wieder das ist. Also weder Assist of the Game wurde uns gezeigt, völlig egal wer den hat, noch Player of the Game. Warum nicht? Ich meine, Assist. Ich glaube, Player of the Game haben wir immer nur gesehen, wenn ich das war. Aber bei Assist of the Game ja nicht. Deswegen wundert mich das ein bisschen. 1100 bringt ein harter Treffer. Okay, krass. Ja, 14.000 ist okay. Ich glaube, wir haben mal gesagt, alles so über 10.000, 11.000, das ist in Ordnung. Alles drunter ist schlecht. Ja, also, da wäre mit drin gewesen, wenn ich am Anfang nicht so reingehauen hätte. Ich glaube, ich hatte drei oder vier Turnover. Gibt auch kein Interview heute. AI, do you have a second to answer some questions for Griff? Yeah, sure. Thanks, let's AI. You really blew him out of the water tonight. What does it mean to not only get a win, but one in such a convincing fashion? Ja, das war definitiv eine Teamleistung, also. Thanks, Griff. I mean, it was definitely a team effort. You know, sometimes you can win if it's a close game and one or two of your guys are off, but you don't get results like tonight unless everybody is absolutely bought into the game plan and fully locked in. Well, then I'd say you were fully locked in. It was an impressive game by any account. Thank you, thank you. Now we just gotta come out and do it again in the next game. Best of luck with that. Appreciate you, man. Thanks, everyone. Let's move on.
Thanks, AI. Zero Problemo. Mitspieler Chemie plus 10%. Wo sind wir eigentlich fantechnisch? Keine Ahnung. Doch, warte, da sieht man das. Quatsch, mitspielertechnisch. 100%, 55,9%. Da sind die Werbeverträge. Ah, ist noch ein bisschen. Naja, die Ligastatistik ist wie folgt. Ach man, Houston, ey. Was soll das denn? Oh, Sacramento ist dadurch Vorletzter. Und die Portland Trailblazers scheinen gewonnen zu haben. Die sind nämlich nicht mehr Letzter. Dafür geben sich die Clippers jetzt die Klinke. Eieiei. Oh, ich dachte gerade die Atlanta Hawks. Also, ne, immer noch Detroit. Aber Chicago ist jetzt irgendwie nur noch Fünfter. Ich hoffe, die kommen zumindest in die Playoffs. Das wäre mal wieder was. In echt, kein Schimmer. Weiß ich echt nicht. So. Der nächste Spiel ist gegen Atlanta. Wobei, eigentlich wollte ich da heute noch gar nicht drüber reden. Wir haben in den letzten Tagen, beziehungsweise so in den letzten Tagen, so die letzte Woche, mal wieder viel diskutiert. Tatsächlich sehr viel. Ich war letzte Woche Donnerstag, ist ein ganzer Aufnahmetag dafür ausgefallen. Und wir werden mal wieder ein bisschen an unserem Konzept rumschrauben. Also man muss kein Analytiker sein, um zu sehen, warum. Wo genau das hingeht, wissen wir doch schon ziemlich genau. Allerdings gibt es da noch so ein, zwei Sachen, die zu klären sind. Deswegen muss ich da noch ein bisschen vage bleiben. Aber wir werden nichts Grundsätzliches ändern. Trotzdem haben wir sowas noch nicht gemacht. Falls da jetzt irgendwer meint, so, hey, mach das jetzt doch wieder wie früher irgendwie mit, keine Ahnung, wie haben wir das denn vorher gemacht? Weiß ich nicht mehr, aber egal. Also das, was wir vorhaben, haben wir so bisher noch nie gemacht. Aber wir werden jetzt keine Inhalte ändern. Also es ist jetzt kein Prank-Kanal plötzlich. Wir werden immer noch bei Gaming bleiben, aber ich bin mal gespannt. Trotzdem ist infolgedessen dabei rausgekommen, dass ich mit NBA aufhören werde. Und zwar tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, wird am Samstag die letzte Folge kommen. Doch, da kommt die letzte Folge am Samstag. Und danach widmen wir uns neuen Projekten, auf die ich mich schon ziemlich freue. Und ich hoffe, für euch ist dann auch was dabei. Deswegen sollte da keiner sich irgendwie vom Kopf gestoßen fühlen. Nur ich finde es halt blöd, wenn dann irgendwie Freitag ist so, hey, war vorletzte Folge. Samstag so, ja, war letzte Folge. Oder Samstag so, hey, war jetzt die letzte Folge. Deswegen dachte ich mir, sage ich vielleicht heute schon mal was. Ist ja immerhin schon Donnerstag. Aber ich werde meine, das werde ich in Two Point Hospital auch nochmal sagen. Ich werde am Samstag beide Projekte quasi beenden. Und dann gucken wir mal, was Neues gibt. Und mehr Infos gibt es dann, wenn ich euch mehr Infos geben kann. Scheiße, wenn man sich auf sowas nicht vorbereitet, kommt da voller Gestammel raus. Aber naja. Heißt ja Broadcast Yourself auf YouTube, ne? Und nicht anders. Na gut. Trotzdem habt ihr hoffentlich ein bisschen Spaß gehabt. Und morgen spielen wir natürlich gegen Atlanta. Und am Samstag spielen wir dann... Ja, soll ich da ein bisschen simulieren und dann einfach mal gucken? So gegen Cleveland... Ich meine, gegen die werden wir auch locker gewinnen. Gegen Orlando werden wir locker gewinnen. Aber Miami weiß ich nicht. Wobei Cleveland ist auch nicht mehr so gut. Oh, also Atlanta spielen wir noch und... Ach, Quatsch! Ne, wir spielen gegen Portland. Spielen wir noch eine Schwierigkeitsstufe höher. Was soll es? Aber... Zusammengefasst. Samstag, letzte Folge. Ich hoffe trotzdem, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall nochmal wieder. Bei NBA 2K19. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.